gleich 8. Macht euch fertig zum Lohngeld holen. Dazu sind wir immer fertig. Geht schon voraus, komm gleich nach. Frisch, Mann. Was ist los? Die Lohngeldzahlung um eine halbe Stunde verschoben. Ja, wieso denn? In Ordnung. Gehen Sie rechts an der Ankmauer entlang. Vielleicht müsst ihr ein bisschen warten. Ja, wir haben Zeit, Servus. Na ja, stimmt ja. Wie immer. Ja, hoffentlich starke. Bloß die Höhe. Die stimmt die. Das müsst ihr mit dem Personalchef abmachen. Na, dann bis zum nächsten Mal. Gott sei Dank nicht. Das nächste Mal seid ihr Kunden bei der Bank. Mit dem Konto, was? Komisch, dass denen ein Bankkonto immer noch so unheimlich ist. Sie werden sich schon dran gewöhnen. Wo bleibt denn bloß der Buschmann mit seinen Leuten? Wir kommen hier ganz durcheinander. Müsste längst da sein. Schlamperei. Endo! Keine Bewegung! Überfall! Also, ich rekapituliere. Die Täter sind mit gefälschten Papieren auf diesem Weg mit ihrem Kombi in diesen Hof gefahren. Dann sind sie durch den Heizungskeller in die alte Kantine gelangt. Mit einem Nachschlüssel haben sie sich Zutritt zum Heizungskeller verschafft, haben den Überfall ausgeführt und die Lohngelder eingepackt. Dann haben sie das Werk auf demselben Weg wieder verlassen. Das ging ja bemerkenswert glatt. Die Lohngeldauszahlung lief jeweils nach einem bestimmten Zeitplan ab. Und diesen Zeitplan haben die Täter durch einen anonymen Anruf bei Herrn Buschmann um eine halbe Stunde verschoben. Die waren aber sehr gut informiert. Das kann man wohl sagen. Die müssen sogar gewusst haben, dass es sich dabei um die letzte bare Lohngeldauszahlung vor der Umstellung auf Kontenüberweisung handelte. Und da Ultimo war, haben sie außerdem auch noch die Angestelltengehälter erwischt. Alles in allem ungefähr 1,5 Millionen. Donnerwetter. Es besteht also wohl kein Zweifel, dass es sich hier um das präzise Unternehmen von Berufsverbrechern handelt. Moment, Herr Steiner, ich hätte da noch ein paar Fragen. Nämlich? Gerade weil alles so präzis war. Zum Beispiel, warum haben die den Überfall nicht gemacht, bevor die Lohngeldauszahlung angefangen hat? Wenn ich alle Fragen beantworten könnte, dann wäre dieser Fall bald gelöst und ich könnte wie Direktor Mitterer in Urlaub gehen. Und warum haben die Ganoven den Lohnbuchhalter und seine Leute in die Spinde gesteckt? Na ja, bei einem normalen Raubüberfall hätten sie sie doch sicher gegen die Wand gestellt, oder? Der Buchhalter hat ausgesagt, dass er sehr viele Schritte gehört hat. Also werden die Täter ein paar Komplizen in ihrem Kombi versteckt haben, deren Gesichter nicht erkannt werden sollten. Im Zusammenhang mit den gefälschten Lieferpapieren und dem anonymen Anruf ergibt sich also... Manninger, ich weiß, Sie wollen darauf hinaus, dass die Lohngeldräuber einen Mitwisser oder Mittäter im Werk gehabt haben müssen. Das bestreite ich ja auch gar nicht. Na also. Und dann wäre da auch noch der Schlüssel zu dem Heizungskeller. Also gut, Wanninger. Ich sehe schon, Sie wollen es diesmal wieder anders anpacken. Spielen Sie meinetwegen Nachtwächter, Portier oder Putzfrau oder was Sie wollen. Ich jedenfalls werde sofort eine Großfahndung nach den Verbrechern einleiten, damit wir ihnen wenigstens einen Teil der Lohngelder wieder abjagen. Kommen Sie, meine Herren.
Fröschl? Ja? Was meinst du, wie ich wohl am besten unauffällig in die Fabrik da reinkomme? Herr May, da müssten Sie halt in irgendeiner Abteilung anfangen. Vielleicht als Hilfsarbeiter. Keine schlechte Idee. Dann musst aber du im Werk die Verhöre übernehmen. Aber dass man scharf rangehst, das biete ich mir aus. Gell? Mach ich schon. Wo waren Sie denn zum Zeitpunkt des Überfalls, Herr Mayer? Drunten in meiner Wohnung. Das ist im Souterrain vom Verwaltungsgebäude. Na ja. Haben Sie das drin, Susi? Wenn es zu schnell geht, sagen Sie mir, ich kann ruhig langsamer fragen. Nein, ich komm schon mit. Ja? Herr Mayer, ist Ihnen in der letzten Zeit irgendwas Besonderes aufgefallen? Ich meine, als Hausmeister kommen Sie doch in der ganzen Fabrik rum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Lassen Sie doch nur Zeit. Pressiert gar nichts. Schon recht, Herr Fröschl. Herr Mayer, wo bewahren Sie denn den Schlüssel zum Heizungskeller bei der alten Kantine auf? Der hängt neben den anderen am Schlüsselbrett, bei mir auf dem Flur. Ah ja, am Flur. Was? Am Flur? Ja, soll das vielleicht heißen, dass da jeder dran kann, der zu Ihnen in die Wohnung kommt? Was machst du bloß mit deinen Pratzen? Wenn ich schon mal einen Hilfsarbeiter kriege, dann muss es ausgerechnet so ein Rhinoceros sein. So, auf geht's. Ich gebe jetzt meinen Einstand. Prost, Kameraden. Auf euren Dusel bei dem Lohngeldraub. Wieso Dusel? Wir haben doch alle ihr Geld bekommen. Wozu gibt's Versicherungen? Ja, da hast du eigentlich auch wieder recht. So was braucht man überhaupt dann noch eine Polizei. Na, was ist? Ist das das Tatfahrzeug? Höchstwahrscheinlich, Herr Oberinspektor, zumal wir das da gefunden haben. Aha, Lohntüten. Gut, lassen Sie das Fahrzeug zur Spurensicherung sofort ins Präsidium bringen. Mahlzeit. Aufhängen, Kern, die den Karl umgelegt haben. Aufhängen. Die Lohngeldräuber meinst du, was? Ja. Was bist du? Ich bin der Wanninger. Seit heute in der Packerei. Du bist aber noch im Schönfahren. So, wieso? Sie halten nicht viel vom Arbeiten. Dafür haben sie mehr vom Haus rum. Mhm. Im Hausmund stimmt. Habe ich erst gestern festgestellt. So. Ich hab gestern diesen komischen Anruf gekriegt wegen der Verschiebung der Lohngeldzahlung. Darauf habe ich den Stadler angerufen, dass er die B100-Gewinde abholen lässt. Denkst du, da ist einer an den Apparat gegangen? Ja, vielleicht waren die noch beim Lohngeldempfang in der alten Kantine. Die sind ganz normal abgefertigt worden. Nein, nein. Die waren schon in der Packerei. Die waren bloß so faul, einen Hörer abzunehmen. Na, geh, mit dem Stadler kannst du in der letzten Zeit überhaupt nichts mehr hin. Der geht ja nicht einmal mehr mit zum Schafkopfen beim Hafmeister. So. Sie haben also erst heute in der Packerei angefangen? Jawohl. Gut, dann können Sie wieder gehen. Dankeschön, Herr Inspektor. Herr Stadler, Sie waren also mit Ihren Leuten bei der Lohngeldauszahlung immer als Erste dran. Ja, das stimmt. Und Sie sind, wie immer, mit Ihren Leuten Punkt 8 Uhr in der alten Kantine gewesen? Ja. Mhm. Und wann genau sind Sie von dort wieder weggegangen? Na ja, so genau kann ich das nicht sagen. Etwa 6 bis 8 Minuten später. Ah, das deckt sich mit der Aussage des Lohnbuchhalters. Ja, da steht's, Herr Fröschl. Danke. Und wann waren Sie dann wieder in der Packerei? Ja, 1 bis 2 Minuten später. Wir sind sofort hingegangen. Mhm. Sind Sie alle miteinander dorthin gegangen? Ja. Hat Sie auf dem Rückweg vielleicht irgendjemand gesehen? Nein. Es hat also keiner von Ihnen irgendetwas Außergewöhnliches bemerkt? Ja, hat denn keiner den Schuss gehört oder den Kombi der Lohngeldräuber gesehen? Ich sage Ihnen ja, wir haben nichts gehört und nichts gesehen. Und Sie halten uns bloß von der Arbeit ab.
Schorscher hier. Was machst du denn da hinten, Wanninger? Ich nix. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Sendung für Hannover fertig machen. Ja, ich wollte gerade Packmaterial holen. Ach nee, ausgerechnet hier, was? Wenn du für deine Schnüffelei eine Ausrede brauchst, dann such dir eine andere, was? Ich rumschnüffel? Aber okay. Wie käme ich denn dazu? Wenn du dazu kommst, das weiß ich nicht. Aber lass das in Zukunft, kapiert? Jetzt fliegst du hochkantig raus. Also, Herr Panke, dann wollen wir mal. Lassen Sie die Herren rein, Herr Kienitz. Bitte, Herr Panke. Der da war's, Herr Oberinspektor. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Dann danke ich Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen. Bitte. Danke, Herr Panke. Na, Schmitz, nun packen Sie mal aus. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen, Herr Oberinspektor. Also das Ding, das Sie mit der anderen wollen, das habe ich jedenfalls nicht gebastelt. Wo waren Sie denn am 24. morgens 8 Uhr? Das war vor 3 Tagen, ja? Warten Sie mal. Ach ja, da war ich noch mit meinem Fräulein Brau zusammen. Adresse? Eimeler Straße 6. Na ja, wir werden ja sehen. Lassen Sie das doch gleich mal nachprüfen. Kein sehr überzeugendes Alibi, auch wenn es diese Dame bestätigen sollte. Wer war denn Ihr Komplize? Was für ein Komplize? Wenn ich nichts gedreht habe, dann kann ich auch keinen Komplizen gehabt haben. Oder? Wer von Ihnen beiden hat den Werkschutzmann erschossen? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Die Ahnung wird Ihnen schon kommen. Verlassen Sie sich drauf. Aber Herr Wanninger, meinen Sie vielleicht, die haben die Lohntüten absichtlich in dem Kombi liegen lassen? Na ja, es könnte ja jemand daran interessiert sein, dass die Polizei glaubt, die Räuber seien mit dem Geld aus der Fabrik raus. Ja, schaut euch das einmal an. Lohnstreifen, und? Mhm. Der stammt auch aus dem Überfall. Und den habe ich in der Fabrik gefunden, und zwar in der Packerei. Ja, die haben ja ihr Geld noch gekriegt. Ja, schon, aber da steht der Name aus einer ganz anderen Abteilung drauf. Was ja, Herr. Da stammt der Streifen tatsächlich aus der Beute. Aber das würde doch dann heißen, dass einer nicht hat widerstehen können und beim Einpacken von den Lohngeldern ein paar Tüten in die eigene Taschen gesteckt hat. Also die Packer. Ich habe mich doch gleich gewundert, warum der Überfall erst stattgefunden hat, nachdem die Packer bereits bei der Lohnauszahlung waren. Sie haben circa 15 Minuten Zeit gehabt und sind natürlich nicht gleich wieder zurück in die Packerei, sondern haben vor der Tür der alten Kantine gewartet, bis der Überfall erfolgt ist. Ach, deswegen haben die den Lohnbuchhalter und die anderen in die Spinde gesteckt, damit sie die Packer nicht erkennen. Genau. Die Packer haben dann das Geld eingesackelt und sind damit zurück in die Packerei. Wahrscheinlich ist der Stadler ihr Kopf. Der hat sich auch den Nachschlüssel für den Heizkeller besorgt und sich auch den anonymen Anruf bei dem Buschmann gemacht. Ja, aber warum haben sie denn dann noch den Überfall von außen gebraucht? Um davon abzulenken, dass ja niemand auf die Idee kommt, dass das ganze Lohngeld vielleicht noch in der Fabrik sein könnte. Aha. Ja, wenn das so ist, dann stellen wir doch die ganze Bude mal auf den Kopf. Langsam, Fröschl. Die Packerei macht morgen Überstunden und da haben wir die Kameraden alle schön beieinander. Also pass auf. Den Schmitz haben Sie jetzt geschnappt. Jetzt suchen Sie bloß noch nach dem Finke und dem Geld. Ob der Schmitz die Klappe hält? Na klar, für 100.000. Raubmord ist auch keine Kleinigkeit. Nee, nee, der hält dicht und ebenso der Finke, falls Sie den kriegen sollten. Läuft doch alles wie geschmiert. Dann schaffen wir den Zaster doch morgen raus. Na, langsam, langsam. Wieso? Was ist denn los? Ich weiß nicht. Der Neue gefällt mir nicht. Der schnüffelt überall rum und fragt alle Leute nach uns aus. Aber von der Polizei ist der doch nicht. Hm. Vielleicht ein Spitzel von der Versicherung oder sowas. Jedenfalls hat mir die Rosa von der Personalabteilung erzählt, dass er auf höhere Weisung eingestellt ist. Mensch, und der Kies liegt doch immer hier herum. Keine Angst.
Der Schnüffler kommt da nicht mehr ran. Kollege Wanninger wird heute Nacht einen Arbeitsunfall haben. Sie geben also den Überfall endlich zu? Ja, ja. Und Ihr Komplize war der Udo Finke? Ja. Wo steckt er jetzt? Weiß ich nicht. Wer von Ihnen beiden hat geschossen? Der Udo. Wo haben Sie das Geld versteckt? Nirgends. Hören Sie mal zu, wenn Sie mir nicht sofort die Wahrheit sagen, dann dauert das normal 24 Stunden. Nein, nein, wir haben das Geld nicht bestimmt. Fröschel, was machen Sie denn noch hier? Herr Hohinspektor, der Herr Wanninger hat da ein paar sehr interessante Tatsachen festgestellt. Können wir schnell in Ihr Büro gehen? Ich bin gleich zurück. Jetzt schon wieder angestellt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Entweder bin ich aus Versehen hingestoßen oder die Kisten waren schlecht gestapelt. Ja, wenn du bloß eine Ausrede hast. Na ja, nimm dir jetzt den Elektrokarren und fahren heute rüber zum Kleinteilpresswerk. Was soll ich denn da? Na, wird mir der da schon sagen. Ist schon recht. Ja. Idiot! Hoffentlich sind die anderen nicht so blöd. So ein Mist, so ein Verdammter. Doch wenigstens dafür sorgen, dass die Beleuchtung in Ordnung ist. Naja, mir ist das wurscht. Von mir aus. Tja, das passt alles gut mit den Aussagen von Schmitz zusammen. Also gut, Fröschel, Sie haben mich überzeugt. Nicht ich, bitteschön, der Herr Wanninger. Herr Hummel, besorgen Sie doch gleich mal einen Durchsuchungsbefehl für die Fabrik. Moment, Herr Oberinspektor, so eine Durchsuchung ist doch sehr langwierig und erfordert doch eine Menge Leute. Wissen Sie was Besseres? Ja, der Herr Wanninger hat da so eine Idee, wie man die ganze Geschichte ein bisschen effektvoller machen könnte. Aha, der berühmte Wanninger-Effekt, um den man nicht herumkommt. Na gut, Wanninger hat wieder mal recht gehabt, soll er seinen Willen haben. Wann soll es denn losgehen? Eigentlich erst morgen, aber ich habe für heute schon alles vorbereitet. Die Packerei macht Nachtschicht und ich weiß nicht, ich habe da so ein ungutes Gefühl. Na, hör Sie doch alles auf. Aber das schauen wir nicht mehr lang an. So ein Saarstall. Wofür gibt es eigentlich Sicherheitsvorschriften? Jetzt hört doch endlich auf mit der blöden Schimpferei. Es muss halt jeder auf sich selber aufpassen. Also, du bist schon ein ganz besonderer Depp. Was? Los, geh rüber ins Lager und hol mir eine Kiste mit Zahnrädern, D34. D wie dusselig. Nein, nein, Herr Stadler, ich bleib lieber in Ihrer Nähe. Denn wenn ich allein wohin gehe, dann passieren mir immer so saudumme Sachen. Tu, was ich dir sage. Nein, ich habe dir gesagt, ich bleib bei Ihnen. Da fühle ich mich sicherer. Also, wenn ich allein nicht mehr traust, dann geht der Karl mit dir. Los, Karl, komm. Klar. Auf den Kleinen passe ich schon auf. Los, ab mit dir. Kommt doch!
Brandstiftung und Beihilfe zum bewaffneten Raubüberfall in Tateinheit mit Raubmord und anderen Delikten verhaftet. Bleiben Sie stehen, Stauder! Sonst passiert diesmal Ihnen was ganz Saudummes. Uns können Sie nichts beweisen. Überhaupt nichts. Ja, ich weiß ja. Ich bin in Ihren Augen ein ganz besonderer Depp. Aber wollen wir wetten, dass die Beweise da in den Kisten drin sind? Komm, Fröschl, mach mal die auf. Oh, alles da. Ich glaube, das genügt. Abführen. Großartig hast du das gemacht, Fröschl. Ja, sag mal, wie hast du den Rauch in das Lager reingekriegt? Ganz einfach, ein bisschen Rauchpulver, einen kleinen Böller, auspumpen. Ein Glück, dass die Geschäftsleitung ein Einsehen hatte. Sonst hätten wir die ganze Fabrik durchsuchen müssen. Ja, ich hab gedacht, Herr Steiner, Sie suchen die Haupttäter mit der Beute draus. Ich wäre über Schmitz und Finke auch so an Sie herangekommen, Wanninger. Ja, natürlich. Aber ich gebe zu, Sie hatten wieder mal den richtigen Riecher. Mhm. Der Riecher hat mich ganz schön im Stich lassen. Die hätten mich heute Nacht bestimmt mit einem Betriebsunfall umgelegt, wenn Sie nicht rechtzeitig eingegriffen hätten, Herr Steiner. Aber ich bitte Sie, Wanninger, ich hätte doch nie ohne Sie rechtzeitig erfahren. Gell, was soll denn der Schmus? Sie tun ja gerade, wie ich bei der ganzen Geschichte überhaupt nichts getan hätte. Aber geh, Fröschl, du hast doch mit deinem Qualm den Haupteffekt erreicht. Und ob. Wollen wir uns darauf einigen, lieber Kollege Wanninger. Immer wenn es undurchsichtig wird, das ist dann ein Fröschl-Effekt. Ja.